Na ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarzeru Together. Wir sind in Twin Drake City und Joker hat das letzte Mal im Dingenskirchen in der Elektrolythöhle den nächsten von die sieben Weisen gefunden. Und wir werden uns jetzt darauf aufmachen, den Osten ein bisschen zu erkunden. Sprich, Route 11, Dorfbrücke, Teresea und auf Route 13, Joker dann nach Ondula, Schwarze Stadt, Route 14 und so weiter und so fort. Dass halt alles passt. So, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, weil auf geht's. So, und es gibt hier viel zu kämpfen, glaube ich. Please let me battle you so I can etch our meeting into my memory. Was ist jetzt los? Seit wann ist hier alles auf Englisch? Achso. Ah ja. Ausländer. Das war... Was? Okay, 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 okay. Das ist... Alter, das ist auf Level 65. Was ist damit los? So, Gift-Hieb. Liebe anstatt Hiebe. Ja, scheiße, was mache ich denn da? Okay, du bist Typ Kampf, habe ich den Eindruck. Dann steht wohl fest, was für Attacken hier benötigt werden. Oha! Was war denn das denn? Your impact, I will never forget it. Ja, also ich hoffe mal, dass hier jetzt nicht alles so OP sein wird. Intoron. Na gut, es bietet sich auf jeden Fall an, um nebenbei ein bisschen die Teammates zu trainieren. Wenn ich das nicht eh dann schon offscreen machen werde. Oh. Warte mal. Tatsächlich, Rainer hat sich entwickelt. Nice. Okay. Ah nee, das ging ja noch nicht hier mit dem Regenerieren. War glaube ich erst ab der... am zweiten... Ja... Schwarz und Weiß 2. So, das auf dich. Geht doch. Und zack. Wobei, nee, einen Schutz setze ich noch ein. Top-Schutz, alles klar. Ein Hypertrank ist nicht schlecht, könnte aber besser sein. So, eine Rangerin. Meine Pokémon und ich, wir verbringen viel Zeit miteinander und verstehen uns auch ohne Worte. Ob du gegen uns gewinnen kannst? Ja, können wir. Galoppa. Ja, WTF, die sind alle so OP, oder was? Ja, scheiß die Wand an, Junge. Okay, ich denke mal, wir werden erst einmal die Route wechseln. Ich denke doch nicht, dass wir hier schon anfangen sollen. So, Surfer. Oh, du springst hoch in die Luft. Na, dagegen habe ich aber was, du. Und zwar... ein Trecker, der draußen vorbeifährt. Nice. So, du kannst Sprungfeder, ist schön, juckt mich aber nicht. So, bitte, bitte. Ach, Mano. Mano. Ja, komm. Tschüss. Rainer.
Drachenpuls. Natürlich setzt du wieder Sprungfeder ein, du Mistviech. Kannst du auch noch was anderes einsetzen, Hammer? Jetzt bin ich auch noch paralysiert. Ja, das reicht uns ja nicht, ne? Und mal zu wenig Schaden. Ja, genau. Ha. Ja, komm. Bring mich doch um. Oh. Oh, Rainer wehrt die Attacke ab. Ist der Drecher auch mal zu was zu gebrauchen? Ja, komm. Sprungfeder. Klar. Natürlich. Natürlich. So, komm. Töte mich. Jawohl. Alter. Ich könnte ja ausrasten, sag er mal. Boah. Jetzt habe ich ja fast keine Pokémon mehr, die dagegen überhaupt resistent sind. Ha! Wie geil ist das denn? Spuckball! Ah! Feuerfänger jetzt. Dankeschön. War kurz davor, hier wieder einen auf, ja, tierisch auszurasten. So, du hast jetzt einen Mantax. So, Pokémon Ranger Jutta setzt Mantax ein. Gigasauger. Oh, ich bin schneller. Na, das ist schon mal nice. Sado. Okay. Da helfen nur die Egelsamen. Dass du auch wirklich konstant Schaden nimmst. So, dankeschön. Ups, das war falsch. Laubklinge. Ach so, du hast ja noch Sprungfeder eingesetzt. Ja, moin. So. Jetzt bin ich mal. Ich frag mich ja wirklich, ist schwer, was mehr. Was wem mehr abzieht. Oder was wem besser tut. Ja, komm. Sprungfeder. Ha. Dankeschön. Schauen wir mal, Hammer. Zack. Oh, das fällt mir erst jetzt auf, dass das hier ein Dingens ist, eine sehr effektive Attacke gegen mich. Ja, das mögen wir doch, wa? So, noch einmal Gigasauger. Bisschen was an KP mitnehmen und ja, Sprungfeder. Aber jetzt killen dich die Egelsamen. Dankeschön. Tschüss. Noctuska. Oh, das war ja dieser Kaktus. Ja, komm, da darf der Kronleuchter ran. Ja, meine Fresse, das wird hier ja. Boah, das ist ja hier ein Spaß für die ganze Familie, du! Funkenflug! Was? Was? Junge! Verarsch mich doch nicht, das ist nicht wahr! Toxin! Ha! Macht jede Runde immer mehr Schaden. Was hat Baumwollsaat nochmal gemacht? Initiative. Egal, das Gift wird dich töten. Nietenranke. Gut, dass du... Boah, Alter. Alter, seine Fall. Oh! Oh! Das schmeckt. Das mundet sehr. Auch ihr versteht euch ohne Worte. Boah, das mundet, meine lieben Freunde. Yonago-Beere. So, jetzt müssen wir aber nach Rayono City. Weil auf der Route bewege ich mich keinen Nanometer weiter. Das meine ich vollkommen ernst. Weil das ist wirklich nicht normal.
So, du machst meine Pokémon wieder fit, das finde ich super. So, ich hätte. Hoppala. Eine Runde Fahrradfahren, bitteschön. Und zwar, ja. Oh, Machoband. Oder Machoband, keine Ahnung. Wie auch immer, das hier ist die Route 16. Und was der Geist bei den Fahrradfahrern, wenn man B drückt, dann bewegen die sich schneller. Ich bin gerade auf Streife und muss überprüfen, wie stark du bist. Jo, dann überprüf hier mal Daniel oder Daniel. Zeribak. Okay. Ja, hier konnte man, glaube ich, noch ohne Probleme hin. Ah ja, da hinten war ja auch noch ein Event, was wir noch machen müssen. Ja, wie auch immer, also das da geht jetzt hier, denke ich mal, doch relativ schnell. Polizist, deine Stärke ist ja fast schon abschreckend. Also hier kann ich doch auch mal ohne irgendwie was Böses zu denken, mal das Team verstellen. So. 50, 51, 53, 55. Quatsch. Was hast du für ein Item? Münzamulett. Das bekommst du, weil du bleibst jetzt erstmal an erster Stelle. Ja. Juhu, ich reise mit meinem eigenen Fahrrad im Pokémon-Kampf entgegen. Biker Antje. Picolente. Ente. Jo, dann würde ich doch mal sagen, ab dafür voll auf wie Omme. Geht doch. Kleopatra, weiterkämpfen. Luftschnied. Oh. Ja, natürlich der Bogelhieb. Die Niederlage schmerzt sehr, doch meine Fahrradklingel macht mich wieder froh. Gott, hast du einen Batscher? Jetzt überlege ich gerade. Okay, hier haben wir noch einen Biker. Ey, ich suche nach Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Ja, dann würde ich doch mal nach Bielefeld gehen. Ich bin ein Schwan. Luftschnitt. Bada boom. Sehr geil. Deine Stärke, man müsste ja. Und so weiter und so fort. So, stehen geblieben. Auf meinem Rad fahre ich durch den Wind, dem Sieg mit meinen Pokémon entgegen. Das hast du sehr schön gesagt, Leslie. Alles klar. Deine Eltern müssen dich gehasst haben. So, ein Roll um. Roll dich um. Luftschnitt. Tschüss. Ja, daran hätte ich denken müssen, dass man hier unten noch im regulären Spielverlauf hin konnte, also vor Ende der Hauptstory. Und tschüss. Hammers, der sanfte Wind bringt die Niederlage und jetzt umweht er mich.
Ach Gott, ich brauche ja noch einen VM-Sklaven für Stärke. Naja. Was soll's, alles in Ordnung. Rotomorph. Kampfsurfer. Wobei eine Aquawelle es auch getan hätte. Und tschüss, Kamerad. Oh, das war's schon. Ah ja, jetzt. So, Beute. Topschutz einsetzen. Okay, da ist ein Zerschna. Was? Ach so, da hat's geraschelt. Oh, ein Ohr doch. Die geben immer viel KP. Und also EP geben die nicht KP. Oh, da habe ich mir aber mehr erhofft, du. Okay, ich brauche anscheinend Stärke. Schauen wir mal hier. Das ist der Hain der Täuschung. Hier finden wir erstmal. Ach Gott, Kaskade und so weiter. Na, machen wir nicht. In unserer Welt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Wertvorstellungen. Was die einen verabscheuen, kann für die anderen das höchste Glück bedeuten. Gerade diese vielen unterschiedlichen Wertvorstellungen machen einer Meinung nach dem Reichtum unserer Welt aus. Ich liebe es, in der Welt herumzureisen und mit all den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen, aber die Frau in diesem Wohnmobil denkt ganz anders darüber. Sie bevorzugt ein Leben in Stille und Einsamkeit. Hallo? 3 Punkte. Sehr gesprächig. Sehr gesprächig. Wirklich sehr gesprächig. Okay, ich werde hier mal kurz einen Schnitt machen. So, hier bin ich wieder. Und wir machen als erstes mal den Zerschneiderbaum dort oben. Dafür habe ich mal Sodamack geholt. Weil das kennt ja schon Zerschneider. Schnitt. Sonderbonbon. Kann man machen. Muss aber nicht. Ich habe den VM-Sklaven übrigens ein bisschen trainiert. Ja. Dürfte auf jeden Fall reichen. So, ja, mal grünes, dunkelgrünes Gras. Das heißt, es könnten unter Umständen 2 Pokémon auftauchen. So, Fullikon. Ich habe einen Schwan, der dich zerschneidet. Nice. So, und du bist besiegt. Roxandra, was ist denn das überhaupt für ein blöder Name? Itemradar. Okay, hier gibt's nichts. Gegenstoß. Nice. Geil, jetzt kann ich die VM-Sklaven wieder in der Box ablagern. Nochmal ein kleiner Cut. So, wir gehen jetzt hier drüben auf die. Oh Gott, wie. Alter! So ein Hals. Wunderbrücke. Eine Brücke voller Wunder. Und ich habe gerade gesehen, dass da oben ein Item noch ist. Das will ich vorher noch mitnehmen. Holzkohle. Wow. Wow. So, da rein. Okay. Gut, wir sind jetzt hier oben auf der. Wie heißt die Wunderbrücke, genau?
So, hier. Oh. Du schon wieder. Gates ist fort. Er verschwand an einen unbekannten Ort, nachdem wir ihn aus dem Schloss gerettet haben. Seit Gates unser Leben gerettet hat, haben wir ihm ewige Treue gelobt. Aber jetzt befolgen wir strikt seine Befehle. Indem wir ihn nicht suchen. Gates hat mir aufgetragen, dir dies zu überreichen. Das Adamant-Orb. Hiermit übergebe ich dir das hier. Das Weiß-Orb. Na, hast du das Platinum-Orb, Wetten? Und dies hier ebenfalls. Genau. Die Beweggründe von Gates, was die Beweggründe Gates anbelangt, ist so. So ist es müßig zu erörtern, woher diese Orbs stammen. Warum sie ausgerechnet dir überreicht werden sollten und welchem Zweck das alles dient. Vielleicht um dich zu prüfen, vielleicht aber auch um dich zu manipulieren. Wir, das Finstrio, waren immer und werden immer die treuen Untergebenen von Gates sein. Sicher auch, dass seine glorreichen Pläne nicht aufzuhalten sind. Da wir uns nie wiedersehen werden, leb wohl. So, der Typ hier. Verkauft Carpador. So. Wir fahren über die Brücke. Und. Ach, diese wunderschöne Aussicht. Mehr hast du nicht zu sagen? So, mal die kurz ansprechen. Hm? Oh, ein Dreierkampf? Nee. Na komm. Ein schöner Dreierkampf zum Abschluss. Dann werden wir mal sehen, wie... Ach, leck mich doch am Arsch. So, also. Aquawelle. Auf dich. Du setzt Funkenflug auf Klick-die-Klack ein. Und du setzt Toxin auf Malmodia ein. Okay, du wärst schon mal keine große Gefahr mehr. Klick-die-Klack zielt auf mich. Kann es sein, dass ich im Gegensatz zu manchen der Pokémon eine höhere Initiative habe? Na gut. Naja, genau, ihr wurdet ja auch erfasst. Was hat er von der Attacke eingesetzt? Ich hab's nicht mitbekommen. Nee. So. Matschbombe auf das hier. Mhm. Na, mal schauen, wie das wird. Megalon kann keinen Schaden nehmen. Svaroness ist tot und du bist paralysiert. Scheiße. Gut, Klick-die-Klack wäre besiegt. Was machen wir jetzt? Genau, wir setzen Rainer hier ein. Nein. No! Okay. Rainer und... Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Dieser Bug ist aufgetreten. Fuck! Nein! Okay. Ich muss hier beenden. Ich darf alles nochmal neu spielen. Das ist nicht wahr.